Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 28. August 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Zwei persönliche Bemerkungen vorab. Erstmal vielen Dank. Es ist wieder die eine oder andere Spende eingegangen. Nicht von jedem habe ich Kontaktdaten, kann mich also nicht bei jedem persönlich bedanken, aber vielen Dank dafür. Das hilft mir und meiner Arbeit sehr. Zum Zweiten, man kann es nicht allen Menschen recht machen. Bitte bedenkt, dass ich diese Videos völlig kostenfrei mache und nach meinen besten Möglichkeiten, aber ich mir natürlich vorbehalte, wie ich sie mache und worüber ich spreche. Gut, jetzt zum Tageshoroskop. Heute, der Mond ist heute Nacht um 1:55 Uhr vom Krebs in den Löwen gewechselt, wo der Mond jetzt steht. Und wir sehen, der Mond im Löwen läuft hier auf die Sonne zu. Freitagmittag ist Neumond in der Jungfrau. Wo wir gleich mal einen ersten Blick drauf werfen werden, übrigens schon der zweite Neumond in diesem Monat, am 1. August, war auch Neumond im Löwen. Also Mond im Löwen, der aber dann erst in der Nacht zum Freitag in die Jungfrau wechseln wird und dann geht es massiv auf den Neumond zu. Der Mond im Löwen, der, wie gesagt, hier schon dicht bei der Sonne steht, daher sehr stark auch schon unbewusste Areale in uns aktivieren kann. Je näher es auf den Neumond zugeht, desto stärker sind auch unsere unbewussten Anteile angesprochen. Der Löwe, das Zeichen der Sonne eigentlich, der Mond ist hier so ein bisschen anmaßend, denn er möchte gern wie die Sonne sein, er möchte strahlen wie die Sonne. Das bedeutet mit dem Mond im Löwen, möchten wir jemand sein? Suchen wir Anerkennung für das, was wir leisten und für das, was wir sind? Die Gefühle sind sehr stark, werden oftmals auch sehr stark nach außen gebracht. Aber mit Mond im Löwen ist auch eine große Kreativität gegeben und die schöpferischen Kräfte sind angeregt. Und wenn wir diese nicht sozusagen nur nach außen richten, um Beifall zu bekommen, sondern auf unsere inneren Kräfte richten, können wir mit Mond im Löwen tolle Ideen und tolle Kreativität finden, die wir dann mit den Jungfrauplaneten eben auch pragmatisch umsetzen können. Merkur, der Sonnenbegleiter, ist jetzt hier im 28. Grad des Löwen. Merkur wird morgen früh um 9:49 Uhr auch in die Jungfrau wechseln, sodass sich dann Merkur, Venus, Mars und Sonne doch dort aufhalten. Massive Betonung im Zeichen Jungfrau, was eben auch bedeutet, es geht hier ganz klar darum, eine neue Ordnung zu finden, eine innere Struktur, unser Leben mehr nach heilsamen, gesunden und achtsamen Impulsen auszurichten. Und dieser Umschwung läuft zwar schon, wird aber mit dem Neumond noch viel stärker sein. Wie ich die letzten Tage schon erzählt habe, sind ja hier diese Jungfrauplaneten, stehen ja im Trigon zu Uranus. Heute am Mittwoch ist Mars dran. Das Trigon zum Uranus ist heute Mittag perfekt. Das bringt zum einen die Möglichkeit, auch mal neue, innovative Dinge mit in unsere Handlung einzubringen und umzusetzen. Kann aber auch zum anderen eine gewisse Hektik und Unruhe bringen. Vielleicht wollen wir alles gleichzeitig tun und trotzdem wollen wir mit dem Mars der Jungfrau die Dinge ordentlich tun und unsere Pflicht tun. Kleiner Gegensatz, nicht? Man kann entweder der Struktur folgen oder alles gleichzeitig machen, ne? Also eine Konstellation, die Unruhe bringt, aber auch viele Möglichkeiten in sich birgt. Ja. Vorher um 12:30 Uhr, Mondquadrat Uranus, also eine gewisse Uranus-Energie heute Morgen, heute Mittag da. Morgen eben der Wechsel des Merkur. Das kann auch bedeuten, dass im Laufe des Tages es etwas schwieriger mit Merkur werden kann. Ist ja immer so, wenn die Planeten die Zeichen wechseln, dann weiß man nicht genau, womit man da zu rechnen hat. Hier betrifft das vor allem Kommunikation, Abmachungen, Verträge, hier heute und morgen etwas
vorsichtig sein. Und hier schon mal ein erster Blick auf den zweiten Neumond im August 2019, den ich morgen und Freitag natürlich noch mal ausführlich besprechen werde. Wir sehen hier Merkur, Sonne, Mond, Mars, Venus, alle zusammen, alle auf wenigen Graden hier in der Jungfrau. Das ist schon eine massive Betonung, die ich so auch lange nicht mehr gesehen habe. Alles sozusagen auch in Opposition zu Lilith. Also es geht schon auch darum, unsere Position zu finden, uns auf uns auszurichten, unser Leben und unseren Alltag zu gestalten. Die nächsten Tage werden also spannend. Und vielleicht finden wir ja einen Weg, diese Energien für uns zu nutzen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.